Ach, mein kleines Mädchen. Zehn Minuten zu spät. Eins ist wenigstens sicher. Chinese ist er nicht. Dem Himmel sei Dank. Die beiden linker Tisch. Ist das der Fahrer? Das ist nicht der Fahrer, Claude. Das ist Charles. Hä? Ja. Sag mal, hast du ihnen gesagt, dass ich schwarz bin? Sie gucken so komisch. Nein, das habe ich vergessen. Aber das vergisst man noch nicht. Dein Vater trifft der Schlag. Guten Tag, Papa. Guten Tag, Mama. Das ist mein Schal. Du hättest mich vorwarnen können, dass sie weiß sind. Hä? Das war ein Witz. Ja, aber natürlich, was sonst? Es war ein Witz. Law hatte uns gesagt, dass sie Schauspieler sind. Offensichtlich ein Komiker. Offensichtlich ziehen wir Spaßvögel an. Unsere drei anderen Schwiegersöhne machen auch gern Witze. Dann werden wir uns ja gut verstehen. Kennen Sie sie schon? Nein, aber Law hat's mir erzählt. Ihre Familienzusammensetzung ist außergewöhnlich. Ja, und mit ihnen haben wir alle Farben des Regenbogens zusammen. Glücklicherweise haben sie die fünf Töchter. Warum? Die fünfte hätte wohl einen Roma geheiratet. Ein Roma! Der ist wirklich gut. Sehr lustig. Das ist sehr witzig, Charles. Je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages. Und wie heißt der Glückliche? Jean-Pierre Poli. Rachid Abdul Mohamed Benasser. David Maurice Isaac Benichou. Und jetzt bitte lächeln. Na, kein Grund zum Lächeln. Und nicht bewegen. Und wenn wir Sie zu Weihnachten einladen? Wie, wir werden Weihnachten bei deinen Eltern verbringen? Wir klammern alle Reizthemen aus. Israel, den Dalai Lama, die Burka. Und Jackie Chan und Arafat? Kommen Gaddafi und Woody Allen auch? Und kommen Keyshawn und Bruce Lee auch? Vor allem kein Wort über die Nationalmannschaft. Wenn jemand ein Klischee über die Juden raushaut, hörst du einfach weg. Wenn einer in einem Atemzug Immigranten und Kriminalität nennt, bitte ich dich einfach wegzuhören. Und wenn einer seine Witze über Chinesen macht? Dann lachst du. Ich gebe also den Chinesen. Der Chinese wieder. Der Arschkriecher vom Dienst. Ich habe eben an ihre Jüngste gedacht. Vielleicht findet sie mal einen Katholiken. Ich werde heiraten. Ist er Katholik? Natürlich. Los, das feiern wir. 10 Minuten zu spät. Eins ist sicher, er ist kein Chinese. Oh. Ist das der Fahrer? Das ist mein Schal. Drei Kanaken und ein Schwarzer. Für deine Eltern ist das Fukushima. Die Franzosen sind böse und dumm. Bei der kleinsten rassistischen Bemerkung deiner Schwiegerfamilie gegenüber Schwarzen. Haha.
hau ich ihn auf den Kopf. Sie nisten sich zu 400 ein und Idi Amin will nicht zahlen. Kannst du nicht einmal cool sein? Ich bin doch nicht Onkel Benz. Stell dir vor, wie unsere Enkel aussehen. Was haben wir nur Gott getan, Claude?